Gerade eben mit den beiden Auftaktreden haben wir ja so ein bisschen die Südperspektive aufgezeigt bekommen und eigentlich eine sehr wachstumskritische Südperspektive. Wenn man sich anguckt, wie das hier so im Norden aussieht, zumindest in der Medienlandschaft, ist es irgendwie ein bisschen anders. Als ich am Montagmorgen die Zeitung aufgeschlagen habe, war dort zu lesen, Deutschland lässt Wirtschaftskrise hinter sich. Da wäre ich fast vom Stuhl gefallen. Das Bruttoinlandsprodukt ist jetzt wieder auf dem Vorkrisenniveau. Dieses Jahr werden wir 3% wachsen. So mindestens, sagen die Ökonomen, die sich damit auskennen. Diese wunderbaren Zahlen machen offenbar vergessen, dass es noch ein paar andere ökonomische Probleme gibt, wie beispielsweise weltwirtschaftliche Ungleichgewichte, eine Euro-Krise, wachsende prekäre Beschäftigung, wachsende soziale Spaltung, steigende Rohstoffpreise. Und all das scheint offenbar keine Krise zu sein. Krise in Deutschland ist, wenn das Wachstum ausbleibt. Und wenn der Wachstumsmotor Deutschland wieder anspringt, dann ist auch die Krise vorbei. Als ich dann in dem Artikel an der Stelle angekommen war, wo ein Bankenvertreter zitiert war, mit den Worten, es handle sich angesichts dieser Zahlen um ein zweites Wirtschaftswunder, da habe ich kurz überlegt, ob ich nicht einfach für heute Abend absage. Scheint ja doch alles in Ordnung zu sein, habe ich mir gedacht, und vielleicht ist das mit der Wachstumskritik auch irgendwie gar nicht mehr so aktuell. Nach diesen beiden Reden bin ich ziemlich froh, dass ich jetzt doch hier bin. Und ich glaube, es gibt einiges, worüber wir diskutieren müssen. Das haben zumindest die beiden Reden gezeigt. Deswegen wollen wir jetzt mit Vertreterinnen und Vertretern aus dem Norden mal diskutieren, was denn Wachstumskritik hier bei uns eigentlich heißt. Also was bedeutet das denn, wenn wir das ernst nehmen, was uns da gerade erzählt worden ist? Dazu gehören eine ganze Reihe von ziemlich schwierigen und komplexen Fragen. Zum Beispiel, warum ist Wachstum problematisch? Brauchen wir Wachstum überhaupt noch? Wo liegen die Grenzen des Wachstums genau? Können wir Wachstum und Ressourcenverbrauch voneinander entkoppeln? Was soll wachsen? Was schrumpfen? Wie könnte eine Gesellschaft jenseits des Wachstums aussehen? Und wie machen wir daraus dann eigentlich, wenn wir so eine Idee haben, konkrete Politik? Das alles sind spannende Fragen, die wir heute Abend nicht beantworten können. Was wir machen können dagegen, ist versuchen, uns einen ersten Überblick über dieses Feld zu verschaffen und sozusagen diese ganze Debatte mal ein bisschen zu sezieren, zu gucken, wo sind Konsense zwischen verschiedenen wachstumskritischen Positionen und wo sind auch Kontroversen. Das wollen wir heute Abend machen und dafür haben wir uns glücklicherweise kompetentes Personal eingeladen. Hier ganz links von mir aus gesehen sitzt Sabine Rainer. Sabine Rainer ist Gewerkschaftssekretärin bei Verdi im Bereich Wirtschaftspolitik und sie ist Mitglied im Vorstand der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Herzlich willkommen, Sabine. Dann direkt links von mir sitzt Nico Pech. Er ist außerplanmäßiger Professor an der Universität Oldenburg und vertritt dort den Lehrstuhl Produktion und Umwelt. Außerdem ist er Vorsitzender der Vereinigung für ökologische Ökonomik. Herzlich willkommen, Nico. Dann direkt rechts von mir sitzt Ingeborg Wick. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Frauen und Weltwirtschaft des Südwind-Instituts und arbeitet zu weltwirtschaftlichen Fragestellungen. Herzlich willkommen, Ingeborg. Und ganz rechts außen hier sitzt Andreas Exner. Er ist Publizist, Redakteur der Zeitschrift Streifzüge, unabhängiger Gewerkschafter und Mitbegründer des wachstumskritischen Social Innovation Network. Herzlich willkommen, Andreas. So, ihr seht, wir haben vier hochkompetente Leute, oder das müssen die erst noch unter Beweis stellen, aber ich bin mir ziemlich sicher, vier hochkompetente Leute, 85 Minuten Zeit ungefähr jetzt noch, wir achten ja strikt auf die Zeit. Deswegen werden wir die Dinge höchstens an- und nicht ausdiskutieren können, das sagte ich schon. Und wir haben uns angesichts der knappen Ressource Zeit dazu entschieden, uns für die Publikumsbeteiligung, also dass ihr zu Wort kommen könnt, ein besonderes Verfahren überlegt. Es gibt, die habe ich gerade noch nicht gesehen, aber sie haben versprochen, dass sie hier wären, die Stimmen des Publikums, da hinten sitzen eure Stimmen.
die Stimmen des Publikums. Wenn ihr jetzt im Verlauf der Diskussion Fragen habt, Kommentare, wenn euch irgendwas auf den Nägeln brennt, dann schreibt es auf und gebt das irgendwie so nach außen. Die fangen in ungefähr einer Viertelstunde an rumzugehen, diese Zettel einzusammeln und bündeln das dann quasi mit Fragen hier ans Podium oder einfach Statements oder ja, Meinungen, die so im Raum sind. Das ist vielleicht eine Art und Weise, wie wir bei, na, ich vermute, irgendwie 1300 Leuten doch zu einer einigermaßen strukturierten und nicht zu langweiligen Diskussionen kommen. So, also einfach an eure Stimmen wenden, die laufen dann rum. So, jetzt habe ich auch genug geredet, jetzt müssen andere ran und ich möchte beginnen mit einer Frage an Sabine. Gewerkschaften sind ja nicht unbedingt als Bollwerke der Wachstumskritik bekannt. Ich will dich jetzt nicht fragen, was du hier machst, das ist mir schon klar. Mich würde insbesondere interessieren, was ist denn aus deiner Perspektive problematisch an Wachstum oder was würdest du sagen, ist notwendige und sinnvolle Wachstumskritik? Das funktioniert jetzt einfach. Ach, funktioniert schon. Schönen guten Abend. Ich glaube, das Problematischste ist, dass wir keinen gemeinsamen Wachstumsbegriff haben. Alle kritisieren Wachstum und es gibt ja dieses hübsche Filmchen mit dem Hamster, das leuchtet ja jedem ein. Es kann kein unendliches Wachstum geben, weil dann ist der Hamster irgendwann mal größer als die ganze Erde. Ist ja schön plastisch. Ja. Aber wenn man sich dann versucht vorzustellen, was ist denn die Alternative, was ist denn jenseits des Wachstums? Ja, wenn ich mir da versuche vorzustellen, was kann es denn sein, dann ist es ja entweder Nullwachstum, also eine Stagnation, oder es ist Schrumpfung. Schrumpfung ist ja auch das, was eigentlich so Konsens ist, dass wir zumindest in bestimmten Bereichen schrumpfen müssten, oder aber die Wirtschaft müsste insgesamt schrumpfen. Aber wie sieht es aus, wenn man jetzt zum Beispiel schaut, du hast es schon erwähnt, die Wirtschaftswunderzeit, wenn man sich in Deutschland anschaut, das Wachstum in den letzten 10 Jahren hat im Schnitt nicht mal 1% betragen. Genau waren es 0,91% im Durchschnitt jährlich. Das ist eigentlich schon fast nichts, also sind wir eigentlich schon ziemlich nah dran am Nullwachstum. Und wenn man sich dann noch überlegt, dass jetzt speziell in Deutschland die Verteilung so gelaufen ist, dass der gesamte Zuwachs in diesen 10 Jahren bei denjenigen angekommen ist, die aus Gewinn und Vermögen, die von Gewinn- und Vermögenseinkommen leben, dann kann man auch sagen, gut, aus einer Perspektive von Beschäftigten ist eigentlich wurscht, das hätte man auch noch sich sparen können, weil ist ja eh nichts für uns rumgekommen. Also Beschäftigte und die abgeleitete Einkommen davon bekommen, also erwerbslose Rentnerinnen und Rentner, die haben exakt so viel wie vor 10 Jahren. Und eigentlich müsste man sagen, das Jahr 2009 war aus einer wachstumskritischen Perspektive das beste Jahr, da hatten wir nämlich eine Schrumpfung von 4,7%. Jetzt wird das wahrscheinlich nicht gemeint sein mit einer Wachstumskritik, weil diese Schrumpfung, die bedeutet ja, also jetzt für Deutschland, da sind wir noch ziemlich glimpflich davon gekommen, dadurch, dass es eben auf dem Arbeitsmarkt Kurzarbeit gab, dass nachgewiesen worden ist, Arbeitszeitverkürzung schafft und erhält Arbeitsplätze. Aber wenn man so ein bisschen weiter guckt, also in Europa beispielsweise, halb Europa hat Arbeitslosenzahlen, da schlackern einem die Ohren, ganz besonders was die Jugendlichen angeht. Also halb Europa hat Jugendarbeitslosenquoten von 25 bis 40%. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Ja. Also in Spanien beträgt die Jugendarbeitslosigkeit über 40%. Das ist der Effekt oder eine der Folgen des Schrumpfkurses, den wir hatten. Und da sieht man schon, so ein pauschaler Wachstumsbegriff kann eigentlich nicht taugen, wenn es darum geht, dass man ökologische Gerechtigkeit haben will, dass man soziale Rechte und gutes Leben für alle haben will. Also muss man schon ein bisschen genauer gucken. Und wie ist es denn nun mit dem Wachstum? Also Wachstum ist, ich kenne keine andere Definition, ist immer das Bruttoinlandsprodukt gemeint. Und das Bruttoinlandsprodukt ist die Summe aller Güter und Dienstleistungen, die marktvermittelt, also für Geld produziert worden sind. Die werden zusammengezählt und die Veränderung ist das Wachstum oder die Schrumpfung. Jetzt hat Vandana Shiva schon darauf hingewiesen, dass die Natur nicht dazugehört, es gehört sämtliche Arbeit nicht dazu, die eben nicht marktvermittelt ist, also alles, was privat geleistet wird und vor allen Dingen
zeigt das Bruttoinlandsprodukt eben auch überhaupt nichts aus von den Inhalten. Ja? Also ob man jetzt einen Panzer produziert oder ob mehr Altenpflegerinnen eingestellt werden, das hat im gleichen Fall Wachstumseffekte. Und jetzt hast du ja schon gesagt, den Gewerkschaften wird immer vorgeworfen, sie gehörten zu den Wachstumsfetischisten. Und ich bin jetzt immerhin schon über 10 Jahre bei den Gewerkschaften und ich habe noch niemanden getroffen, der gesagt hat, wir wollen Wachstum, wir wollen Wachstum. Also so kann man es auf jeden Fall nicht formulieren. Also speziell bei Verdi haben wir schon vor, ich habe nochmal nachgeguckt, ich habe auch eine Broschüre mitgebracht und die draußen auch ausgelegt, die ist von 2005. Da haben wir uns schon damals Gedanken gemacht, da gab es den Begriff hier noch nicht, zumindest ist ja hier nicht diskutiert worden über Buen Vivir, aber diese Broschüre, die heißt in unsere Zukunft investieren für Arbeit, Umwelt, ökologischen Umbau, Bildung und ein besseres Leben. Ja, also wir haben ganz konkret geguckt, was wollen eigentlich die Leute, wo sind die Bedürfnisse und haben konkret vorgeschlagen, wir bräuchten Investitionen in Kinderbetreuung, wir bräuchten Investitionen in ökologischen Umbau und sowas hat nun mal Wachstum zur Folge. Und ich will es nur, du guckst schon immer auf die Uhr, ich will gleich rund machen, also ich will nur mal ein Gedankenexperiment machen, wenn wir eine Vermögensteuer einführen würden, die 20 Milliarden Euro im Jahr bringt und würden dieses Geld oder würden erstmal, wir würden irgendwelchen reichen Pinkeln das Geld wegnehmen, die hätten weniger, um zu spekulieren, um das anzustellen, was der Kollege Acosta auch genannt hat, nämlich Rohstoffpreise hochtreiben und so weiter. Ja. Also da würde man schon ein bisschen Spielgeld wegnehmen und man könnte dieses Geld verwenden, beispielsweise sagen wir mal, Entsorgung und Kanalisation verbessern oder um mehr Betreuerinnen und so weiter einzustellen. Das hätte einen Wachstumseffekt von 1% und das wäre in meiner Ansicht wäre das ein gutes Wachstum, so wie es Kollege Acosta auch genannt hat, obwohl es noch kapitalistisches Wachstum ist und deswegen ist mein Plädoyer, dass wir eben statt pauschal Wachstum zu kritisieren, schon gucken müssen, was sind die Inhalte des Wachstums, was soll wachsen und was soll schrumpfen und vor allen Dingen auch, wie ist es mit der Verteilung des Produkts der gesamten Arbeit. Danke. Nico, wenn ich das so zusammenfassen darf, dann sagt Sabine, die Frage ist, was wächst? Würdest du zustimmen? Also wächst vielleicht einfach nur das Falsche oder liegen die Probleme vielleicht doch fundamentaler? Also die Probleme liegen auf jeden Fall fundamentaler. Es gibt eigentlich nichts, was unendlich wachsen kann. Es wird oft behauptet, es gäbe so etwas wie ein grünes, ökologisches, dematerialisiertes oder rein qualitatives Wachstum. Ich frage mich nur, was für eine Qualität das sein kann, die unser Leben ausmacht oder verbessert, die unendlich wachsen kann. Ich hatte mich neulich mit Hans Diefenbacher und seinem Kollegen Zieschank unterhalten über die Möglichkeit einer alternativen Messgröße für das, was wir Wohlstand oder Wohlbefinden nennen. Es gibt diesen nationalen Wohlfahrtsindex, es gibt aber auch so ein Netto Wealth Measure im amerikanischen. Es gibt schon seit 40 Jahren so Versuche, irgendwie dieses gewisse andere zur Maßgröße zu machen, das also weiterhin wachsen soll, aber zugleich die Ökosphäre schonen soll und vor allem auch nicht angewiesen sein soll auf Verbräuche von Ressourcen, die nicht erneuerbar sind. Nehmen wir mal das Beispiel Gesundheit. Wir leben in einer Gesellschaft, in der mit der Brechstange versucht wird, das, was wir Gesundheit nennen, immer weiter zu steigern. Was dabei rausgekommen ist, ist eine völlig moderne, gigantische Industrie, die genauso global vernetzt ist, die genauso viel Energie und Rohstoffe verbraucht, wie die Industrie, die wir sonst nur kennen, vom Betrieb der Hochöfen her oder vom Betrieb irgendwelcher Kraftwerke. Und gleichzeitig stellen wir fest, dass die Menschen nicht notwendigerweise gesünder werden oder dass man sagen kann, dass das Glück der Menschen in irgendeiner Form infolge erhöhter Gesundheit gewachsen wäre oder etwa Wellness oder etwa Bildung. Ja. Kann man wirklich Bildung unendlich steigern? Ist der Mensch so etwas wie ein, soll man das sagen, so etwas wie ein ständig erweiterbarer Speicherplatz? Und vor allem, selbst wenn er das wäre, würde uns das glücklich machen. Ich glaube, das ist eine Chimäre. Wenn wir uns wirklich konzentrieren würden auf diese dematerialisierten oder diese eher wertorientierten
bewusstseinsnahen Dinge, die unser Glück ausmachen, dann stellt man schnell fest, dass man so etwas nicht unendlich steigern kann. Nochmal zurück zu meinem Kollegen Hans Diefenbacher. Als ich ihn im Anschluss an eine Diskussion dieses Themas in einer Veranstaltung fragte, ob er sich vorstellen könne, ob der nun so ein dem Glück sehr nahestehendes Zielinstrument ständig wachsen könne. Kann man das Glück der Menschen ständig wachsen? Da hat er gesagt, das ist eine gute Frage. Die ist nicht beantwortbar. Ich glaube also nicht, dass wir dem Wachstumsproblem dadurch entgehen können, dass wir sagen, wir verlagern das jetzt in irgend so einen amorphen Dienstleistungsbereich oder in den Bereich irgendwelcher anderer Bereiche, die irgendwie dematerialisiert daherkommen. Vor allem sind diese Bereiche immer noch sehr, sehr techniklastig. Stichwort Bildung, das ist ja das Paradebeispiel für ein angeblich grünes Wachstum. Ich selber bin ja gerade schon vorgestellt worden, Hochschullehrer. Nie zuvor in der Geschichte der Menschheit war Bildung so kerosinträchtig. Nie zuvor war Bildung so flächenintensiv. Nie zuvor war die technische, die IT-Hardware ausgestattete Bildung so emporgesteigert. Ja. Also da stimmt was nicht. Also da, wo wir versuchen, ein vermeintlich immaterielles Gut immer weiter zu steigern, geht es doch am Ende in die Ressourcen, in die Technik, in die Infrastruktur und so weiter. Deswegen liegt das Problem tiefer. Das Problem, das wir momentan lösen müssen, und das ist ein Kommunikationsproblem, ist, dass wir uns endlich von dieser Illusion verabschieden, dass es das gute und das schlechte Wachstum gibt. Wir müssen einsehen, dass gar nichts unendlich wachsen kann. Lassen Sie mich... Wieso eigentlich Sie? Wir duzen uns doch hier. Also lasst mich noch einen Punkt sagen. Auch die regenerativen Energien, um jetzt doch mal dem eher technik- und materiennahen Bereich des Wirtschaftens zu kommen, die könnten doch ständig wachsen. Das sei ja das Gute, das wachsen könne, und die AKWs und Kohlekraftwerke, die sollen schrumpfen. Aber was denn nun, wenn alle Kohle- und Atomkraftwerke stillgelegt sind? Wenn wir alle kleinen Quadratzentimeter an Fläche in diesem Land, die wir noch haben, vollgepflastert und zugestopft haben mit Technik zur Nutzung regenerativer Energie. Wo nehmen wir denn dann die nächste Stockwerkebene, die nächsten Planeten her, um dann weiterzuwachsen? Selbst das würde irgendwann an Grenzen kommen. Die Sanierung von Häusern wird genannt. Wenn ich in der Stadt, in der ich lebe, alle schlecht isolierten, ineffizienten Häuser gedämmt habe, was ich gut finde, wenn dieser reine Strohfeuereffekt, der dadurch verursacht ist, wenn der dann abgefrühstückt ist im Wortsinne, dann kann auch die Bauindustrie nicht mehr wachsen. Außer sie tut das weiterhin, was sie jetzt tut, nämlich sie geht ruinös in den knappen ökologischen Raum. Ich könnte Ihnen hunderte solcher Beispiele nennen. Ingeborg, du arbeitest ja viel zur Situation im globalen Süden. Und wenn man jetzt dem Nico so zuhört, dann könnte man auf die Idee kommen, ich sage nicht, dass ich das tue, dass das doch irgendwie alles Luxusprobleme sind. Also für viele Menschen auf der Welt ist doch nicht die Frage, ob man Bildung unendlich steigern kann, sondern ob sie morgen was zu essen haben. Also ist nicht sozusagen gerade aus einer Südperspektive Wachstum doch notwendig? Wenn man jetzt Beispiel von vielen Ökonomen wird China jetzt gerne als Beispiel genannt, dass Wachstum durchaus Armutsbekämpfung dienen kann. Würdest du das so unterschreiben oder was ist deine Perspektive auf Wachstum und Wachstumskritik? Im Falle Chinas hat es tatsächlich eine Reduzierung der Armut gegeben in den letzten 30 Jahren, eine ganz drastische Reduzierung. Also nach den chinesischen Regierungsangaben hat sie im Jahr 1980 noch 64% der Bevölkerung betragen und heute soll sie nach Angaben der Regierung 3% betragen. Aber es ist ohne Zweifel so, auch wenn die Zahlen nicht erhärtet werden können von uns, ist es so, dass die Armut reduziert worden ist. Nur, was zählt, ist ja eine wachsende soziale Polarisierung. Danach richten ja auch die Menschen ihre Kämpfe, ihre Lebenszufriedenheit aus, ob es einen starken Spalt zwischen Reich und Arm gibt. Und die Spaltung hat es in China auf jeden Fall sehr stark in den letzten Jahren immer stärker gegeben. Die soziale Polarisierung äußert sich zum Beispiel darin, dass es eine starke informelle Arbeit in China gibt. Über 60% sind in China informell, das heißt nicht sozial geschützt
und nicht registriert beschäftigt. Es gibt an die 200, 220 Millionen Wanderarbeiter und Wanderarbeiterinnen, die ziehen vom Land in die Städte, haben dort keine Rechte, keine Aufenthaltsrechte, keine Sozialversicherungsrechte und arbeiten in den Industrien, in den arbeitsintensiven Industrien und im Bau vor allen Dingen. Also es gibt eine informelle Beschäftigung, da ist China kein Einzelfall. Weltweit hat die informelle Arbeit in den letzten Jahren drastisch zugenommen. Nach einer Studie der OECD sind etwa 60%, das heißt fast 2/3 aller Erwerbstätigen weltweit informell beschäftigt und von denen gelten 2/3 als arm. Das heißt also, wir haben hier in der informellen Beschäftigung einen Prekarisierungsgrad, der die Menschen sozial unversichert und auch unregistriert in die Existenznöte treibt und das ist in vielen Entwicklungsländern ganz besonders stark der Fall. Bei uns wächst dieser Sektor auch. Es sind heute etwa in Deutschland 1/3 aller Erwerbstätigen informell beschäftigt, davon eben auch ein großer Teil prekär und von denen ein ganz großer Teil Frauen. Und weltweit, zum Beispiel in Indien, ist dieser Sektor ein ganz besonders dominanter, denn da hat er ungefähr 93% der aller Erwerbstätigen, die so arbeiten. Also es ist ein Mehrheitsproblem in den Entwicklungsländern. Bei uns ist es ein boomender Sektor auch. Und insofern können wir sagen, die Wachstumszahlen in verschiedenen Ländern machen überhaupt keine Aussage darüber, auch wenn Arbeitsplätze geschaffen werden, wie das zum Beispiel bei 200 Millionen Frauen weltweit zwischen 1997 und 2007 haben 200 Millionen Frauen Arbeitsplätze gefunden, aber der größte Teil von ihnen ist prekär beschäftigt. Also müssen wir viel stärker fragen, können die Menschen von diesem Job leben? Wie können sie arbeiten, ohne besondere Zugriffe zu haben, wie die Wanderarbeiterin in China, auf Arbeitsrechte und auf Sozialrechte am Arbeitsplatz. Also da ist ein großes Manko. Die Zahlen von Wachstum, von Schaffung von Arbeitsplätzen allein macht keine Aussage. Es ist zwar ambivalent, weil einige profitieren, auch von diesen geschaffenen Arbeitsplätzen. Das muss man immer sehen bei den Strategien, die wir entwickeln. Aber die große Mehrheit weltweit ist informell, das heißt prekär beschäftigt. Und da müssen eben Gewerkschaften und soziale Bewegungen auch neue Strategien entwickeln. Andreas, wenn du jetzt die Runde hier so hörst, die über Wachstum bis jetzt geredet hat, dann gibt es ja sozusagen durchaus mal gemischten Befund irgendwie. Einige sagen Wachstum ja, kommt auf an, was wächst, andere eher skeptischer. Wo würdest du dich da verorten? Also was ist aus deiner Sicht das Problem, wenn es um Wachstum geht? Ein bisschen ist das Problem der Begriff selbst. Er ist äußerst schwammig. Und erfordert auf jeden Fall eine Präzisierung. Und es muss klar sein, dass Postwachstum, letzten Endes der Aufhänger auch dieser Tagung, in meinen Augen auf alle Fälle, wirklich ein neues Paradigma darstellt. Das ist sozusagen keine neue Antwort auf alte Fragen, sondern es erlaubt, neue Fragen zu stellen. Es ist, wie Serge Latouche, ein Vertreter der Postwachstumsbewegung, sagt, Postwachstum oder Degrowth, Decroissance, Decrescita, ist nicht ein Negativabbild des Wachstums, sondern dieser Begriff, Wachstumsrücknahme auf Deutsch vielleicht, will den totalitären Charakter des Kapitalismus brechen. Nämlich, dass alles gekauft und verkauft werden muss, dass wir unsere Lebenszeit verkaufen müssen, dass unser Leben der Produktion von etwas dient, das überhaupt nicht zu unserer menschlichen Bedürfnisbefriedigung beiträgt, nämlich dem Profit. Und er bringt das dann so auf den Punkt, dass er meint, Decroissance, Postwachstum, ist ein politischer Slogan mit theoretischen Implikationen. Das heißt, es gibt einmal einen Gedankenfreiraum, es soll einen Gedankenfreiraum öffnen, den wir füllen müssen mit neuen Ideen. Und die können nicht darin bestehen, dass wir qualitatives Wachstum fordern oder Entkoppelung von Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch, sondern das müssen auch neue Fragen sein und wir müssen Antworten finden, die in neuen sozialen Beziehungsformen bestehen. Und der Begriff des Wachstums ist daher, denke ich, eigentlich ein schlechter Ausgangspunkt und wir müssen uns einmal überhaupt absetzen davon. Okay, uns ist klar, wir sprechen nicht vom Wachstum von Pflanzen, von Tieren etc., wir sprechen vom Wachstum der Wirtschaft. Das löst unser Problem nicht, etwas besser klar zu bekommen, wovon wir eigentlich sprechen.
sprechen haben, denn die Wirtschaft, das ist ein statistisches Artefakt und ein vollkommen ideologischer Begriff. Wir haben das schon gehört, etwa in der Rede von Vandana Shiva, es gibt einen riesigen nicht monetären Sektor. Maria Mies hat das verglichen mit einem Eisberg, wo nur die Spitze eigentlich formelle Wirtschaft ist oder als Wirtschaft gilt und eben die ganzen Voraussetzungen in der ehrenamtlichen Arbeit, in der Haushaltsarbeit, in der Beziehungsarbeit, die werden nicht zur Wirtschaft gezählt. Das heißt, die Wirtschaft müssen wir einmal von daher dekonstruieren als Begriff. Dann gibt es einen riesigen Unterschied zwischen dem konkreten Nutzen von Produkten, zum Beispiel wenn jemand Durst hat und Wasser trinkt, ja, und dem Preis, den dieses Wasser hat. Das heißt, wir müssen immer unterscheiden zwischen dem Gebrauchswert und dem abstrakten ökonomischen Wert, wie er sich in Geld ausdrückt. Ich muss immer ein bisschen schmunzeln, wenn ich lese, hier werden Kosten und Nutzen verglichen. Das kann man nicht vergleichen. Das sind vollkommen verschiedene Paar Schuhe. Also uns muss es darum gehen, dass wir Bedürfnisse befriedigen, dass wir nützliche Dinge herstellen, aber das hat nichts damit zu tun, etwas kaufen oder verkaufen zu müssen. Es hat nichts damit zu tun, Dingen irgendeinen abstrakten ökonomischen Wert, von dem niemand weiß, was es sein soll, zuzuerkennen. Ich bin noch ganz auf der Seite von Alberto Acosta, wenn ich sage, dass die Natur keinen Preis haben darf. Sie muss um ihrer selbst willen und weil sie uns nützliche Dinge bereitstellen, hilft, geschützt, erhalten, gepflegt, gegebenenfalls auch weiterentwickelt werden, aber das kann man nicht mit Marktmechanismen lösen. So, ich glaube, ich habe jetzt schon einige Zeit gesprochen, möchte aber dann... möchte aber noch abschließen, den Bogen, allzu groß kann er nicht sein, nämlich, wo liegt das Problem? Das Problem liegt... Okay, ich greife diese Frage auf, was wächst? Das Problem liegt darin, dass das Kapital wächst. Wir befinden uns in einer Gesellschaft, in der kapitalistische Produktionsweise, profitorientierte Produktionsweise, wo wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, dominiert, wo wir alles kaufen müssen, was wir brauchen, alles verkaufen müssen, was wir produzieren. Und das ist das Problem, Wachstum von Kapital. Das heißt, wir müssen uns überlegen, wie wir wegkommen von einer Gesellschaft, in der Märkte das Sagen haben, in der es eine Marktwirtschaft gibt, historisch einzigartig. Es hat immer Wirtschaften, wenn man so will, mit Märkten gegeben. Die haben eine ganz eingeschränkte Funktion gehabt, aber eine Marktwirtschaft ist was ganz Neues und das ist etwas, was zu dieser Problematik gehört, der sozialen und ökologischen Problematik des Wachstums des Kapitals. Wir haben eben eine Herrschaftsstruktur, die die ganze Produktion durchdringt, wo wir, wenn wir unsere Arbeitskraft verkaufen müssen, und noch mehr, wenn wir sie nicht mehr verkaufen können, der Befehlsgewalt des Managements oder dann des Arbeitsamtes etc. unterstehen. Also das ist einfach nicht hinnehmbar. Das ist allein das ist schon Grund genug zu sagen, also Schluss mit dieser Wirtschaftsweise und deshalb auch Schluss mit dem Wachstum des Kapitals. Ich hatte ja vorhin gesagt, wir sollen über Konsense und Kontroversen reden. Kontroversen habe ich viele gefunden, Konsense noch nicht so. Doch vielleicht hier unter den Wachstumskritikern ein paar. Ich wollte sozusagen nochmal euch auffordern, wenn ihr jetzt irgendwie das Bedürfnis habt, da müsst ihr jetzt nochmal was zu sagen, das kann so nicht stehen bleiben, dann macht einfach, sonst würde ich, also habe ich noch eine Frage. Okay, dann... Probier es mit dem Konsens. Ja. Okay, gut. Obwohl, ich muss schon erst nochmal, also mir ist es immer noch, mir ist es zu schwammig mit, der, mit dem Wachstumsbegriff. Also ich habe auch bewusst, ich habe nicht gesagt, die Gewerkschaften fordern nicht Wachstum, sondern sie fordern qualitatives Wachstum, das habe ich nicht gesagt, sondern ich habe genau das gesagt, was Andreas jetzt auch gesagt hat, nämlich wir wollen von den Bedürfnissen der Menschen ausgehen. Und wir wollen ja auch, wenn wir was verändern wollen, wollen wir ja auch Mehrheiten haben, wir wollen das mit den Menschen verändern. Und die Menschen muss ich erstmal erreichen. Und wenn ich aber jetzt zu meinen Kolleginnen und Kollegen gehe und sage, wir haben eine Postwachstumsstrategie, dann erreiche ich die nicht. Ich erreiche die Menschen, ich erreiche sie auch nicht, wenn ich sage, wenn wir alle kürzer arbeiten, dann würden alle Arbeitsplätze kriegen. Das sage ich natürlich jetzt auch und wir haben natürlich die Kurzarbeitsdiskussion genommen, um genau das zu zeigen. Aber die Botschaft, die die Leute in den Köpfen haben, ist doch, Arbeitszeitverlängerung rettet meinen Arbeitsplatz. Die neoliberale Botschaft ist doch 30 Jahre in den Köpfen rein
gehämmert worden. Und wenn der Betrieb am Wackeln ist und der Arbeitgeber sagt, wenn alle ein bisschen länger arbeiten, dann können wir den Betrieb retten, dann wird es auch noch gelernt. Ja. Und ich kann nicht mit einer allgemeinen, deswegen tun die Gewerkschaften sich ja auch so schwer mit einer Diskussion über Arbeitszeitverkürzung, wenn so viele Leute, also speziell Frauen, die Minijobs nur haben oder zwangsmäßig Teilzeit arbeiten, wenn so viele Leute länger arbeiten wollen und andere arbeiten müssen bis zum Umfallen, dann kann ich keine allgemeine Arbeitszeitverkürzungsdiskussion führen, dann kann ich keine Anti-Wachstumsdiskussion führen, sondern ich muss an den Bedürfnissen der Menschen ansetzen. Und da war meine Botschaft, dass wenn wir an den Bedürfnissen ansetzen und beispielsweise, natürlich kann man Bildung auch nicht endlos, das war auch gar nicht mein Plädoyer, aber es gibt Bedürfnisse für mehr Kinderbetreuung, es gibt Bedürfnisse für Menschen, die halt tatsächlich von Arbeitslosengeld 2 leben müssen, da kann man nicht von leben, die haben auch noch Bedürfnisse. Wenn diese Bedürfnisse alle, wenn wir da ansetzen und wenn wir da weitergekommen sind, dann kann es wohl sein, dass wir irgendwann mal in eine Situation kommen, wo wir sagen, statt Wachstum kommt vielleicht mehr Arbeitszeit raus, dann ist es vielleicht auch nicht unbedingt mehr eine kapitalistische Gesellschaft oder geht es irgendwo anders hin. Ja? Aber da müssen wir erst mal hinkommen und mit einer abstrakten Postwachstumsdiskussion können wir, glaube ich, keine Mehrheiten gewinnen. Ich möchte auf zwei Punkte eingehen, weil die du gerade, Sabine, gesagt hast, aber die auch im Prinzip so ein kleines bisschen schon an anderer Stelle heute in dieser Runde zur Sprache kommen. Die Wirtschaft möge sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Wenn das so ist, dann könnte doch eigentlich die Wirtschaft nur noch wachsen, wenn die Bedürfnisse der Menschen unendlich wachsen. Aber das ist doch der Job der Neoliberalen, dafür zu sorgen, dass die Bedürfnisse oder vermeintlichen Bedürfnisse ständig wachsen, in so einer Endlosspirale sind. Man muss sich mal vorstellen, wie stark der Output an Produktion jeglicher Art, ganz gleich, ob materielle Güter, Dienstleistungen, vor allem Mobilität, Telekommunikation und so weiter, wie dieser Output während der letzten Jahrzehnte in einem Land wie Deutschland gestiegen ist. Die Bevölkerung wächst nicht mehr. Wie kann man da eigentlich davon ausgehen, dass die Bedürfnisse immer weiter wachsen? Wir erleben inzwischen, dass selbst in den sonst nicht so besonders kritisch reflektierenden Teildisziplinen der Wissenschaft im Hinblick gerade auf Wachstum, dass wir Pathologien haben. Wir haben inzwischen schon den umgekehrten Effekt, dass die vermeintliche Steigerung von Bedürfnisbefriedigung die Depression zur Krankheit Nummer 1 moderner Konsumgesellschaften werden lässt. Das, was dann am meisten wächst, und zwar im zweistelligen Bereich schon seit Jahrzehnten, ist der Markt für Antidepressiva. Wir erleben im Prinzip schon, dass der Konsum selbst, ja, die Begierde nach neuem Konsum regelrecht gebiert, einfach weil die Unzufriedenheit mit dieser Art der Konsumgesellschaft dazu führt, dass es gar kein anderes Ventil dann auch mehr gibt, das in irgendeiner Form zu kompensieren, als wieder zu konsumieren. Ich nenne das Gegengiftsyndrom. Ja? Und deswegen bin ich nicht der Auffassung, dass eine Wirtschaft, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiert, wirklich ständig wachsen kann. Sie müsste im Moment sogar radikal schrumpfen. Und dann das Argument, man müsse die Leute erreichen. Also das Problem des Wachstums besteht ja nicht nur darin, dass es vollkommen unmöglich ist, auch schon theoretisch, es zu entkoppeln von ökologischen Schäden, sondern ein Problem ist auch, dass wir jenseits dieser ökologischen Grenzen, ich finde Alberto Acosta und Vandana Shiva haben das ja schon auf den Punkt gebracht, wir haben auch ökonomische Grenzen, Peak Oil und Peak Everything sind keine Legenden, das ist keine Romantik, das ist jetzt. Ja? Das bedeutet, dass unser Wohlstand gar nicht mehr in den nächsten, ich sag mal so 10 bis 20 Jahren wachsen kann. Wir müssen die Menschen darauf vorbereiten jetzt, dass es keine Frage einfach von irgendeinem schöngeistigen oder normativen Ausfluss ist, auf Wachstum jetzt endlich wirklich zu verzichten, sondern dass wir üben müssen, das zu ertragen, was auf uns zukommt. Wir müssen Lebensstile üben, die auch in einer Postwachstumsökonomie, wie ich zu sagen pflege, überhaupt funktionsfähig sind. Das ist keine Frage des Wollens. Das ist super, ich brauche gar nichts mehr sagen. Ingeborg hat das Wort. Die Strategie gegenüber Gewerkschaftsmitgliedern ist ja nicht, dass der Wachstumsbegriff ein abstrakter ist oder die Forderung Post,
Wachstum zu abstrakt ist, sondern die Auswirkungen dieser heutigen wirtschaftlichen Entwicklung ist ja in der Form, wie du es gerade auch gesagt hast, mit Leiharbeit und Teilzeitarbeit, geringfügiger Beschäftigung hier ein drückendes Problem, wo die Menschen sehen, soziale Sicherung kann aus dieser Erwerbsarbeit, die so reduziert ist, mit einem Niedriglohnsektor in Deutschland, der zwischen in den letzten Jahren auf jeden Fall zwischen 1995 und 2007 um 50% gestiegen ist, davon können die Menschen im Grunde genommen nicht mehr leben und sich nicht mehr absichern. Und die Rückführung, welche Logik hinter diesem System steht, führt ja zwangsläufig dazu, welche Lösungen heute gesucht werden müssen. Zum Beispiel eine Absicherung der Menschen nicht mehr über die Erwerbsarbeit. Also die Abkoppelung, die Diskussionen um das bedingungslose Grundeinkommen sind ja gerade daran aufgehängt, dass alle Sektoren der Arbeit in der Gesellschaft, auch die unbezahlte, eigentlich in diesen Gesichtskreis von Menschen, die Interessensvertretung von Beschäftigten und von arbeitenden Menschen machen, dass die eigentlich sehen müssen, wenn wir es nicht mehr aufhängen können und im Grunde genommen auch nicht mehr wollten, wenn wir die unbezahlte Arbeit mit berücksichtigen und sie ist der Sockel für die Erwerbsarbeit und die Marktökonomie, wenn wir da sehen, wie sollen Menschen, die arbeiten in unseren Gesellschaften, wie sollen die abgesichert werden, dann kann das schlechterdings nicht mehr in der Zukunft nur über die Erwerbsarbeit laufen. Und dieser Schuh drückt die Menschen auch in Verdi ganz besonders. Wenn ich da jetzt nochmal kurz nachhaken darf, also du kannst, wenn du möchtest, auch gerne was sagen, ich will es nur verstehen. Also wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, dann sagst du, wir müssen sozusagen, ja, also zum Beispiel soziale Sicherung von Erwerbsarbeit abkoppeln, beziehungsweise das Problem ist sozusagen die soziale, ja, die sozialen Sicherheitssysteme, die beispielsweise auch in China ja dazu führen, dass Wachstum zu so einer massiven sozialen Spaltung führt. Aber jetzt mal angenommen, wir machen wirklich so eine Art Grundeinkommen und das soll weltweit gelten. Brauchen wir dafür nicht schon eine Form von materiellem Wachstum? Letztendlich, also ist ja egal, ob die Leute dann ihr Geld bekommen oder ihre Bedürfnisbefriedigung über Arbeit oder über Sozialtransfers oder was auch immer. Nur ist sozusagen jetzt schon genug für alle da aus deiner Perspektive? Nein, das Modell ist ja noch in der Debatte. Aber die Frage, wie produziert wird und wer wo was produziert, woraus dann eben auch die Mittel für eine Grundabsicherung kommen müssen, diese Frage, die beschäftigt uns ja heute Abend gerade. Und das ist auch eben eine ganz besondere Frage der Eigentumsordnung. Also wenn wir übergehen zu Formen des Produzierens und Handelns, die von Menschen kontrolliert werden, die demokratisch direkt kontrolliert werden, die genossenschaftlich organisiert selbst bestimmen, was wo wann produziert und gehandelt wird, dann ist das eine andere Frage als die Produktion, die heute stattfindet. Und ja, ich würde nochmal aufgreifen wollen, was Sabine Rainer gemeint hat, nämlich, dass dieser Vorschlag eines, ich glaube, ihr nennt das auch Konjunkturprogramm, das sozusagen an den Bedürfnissen ansetzen soll, der Menschen und an den Bedürfnissen der Menschen ansetzt. Ich habe in letzter Zeit ein bisschen was gelesen von Richard Wilkinson und Kate Pickett zum Gesundheitszustand und dessen Zusammenhang mit dem Bruttoinlandsprodukt pro Kopf und der sozialen Ungleichheit. Und da kommt ganz klar heraus, und das kann man auch mit vielen anderen sozialen Indikatoren zeigen, kommt ganz klar heraus, dass eben das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf nämlich überhaupt keinen Zusammenhang zeigt mit dem Gesundheitszustand oder der sozialen Qualität des Lebens in einer Gesellschaft. Das ist höchst erstaunlich. Also es gibt nicht nur keinen statistisch signifikanten Zusammenhang, sondern überhaupt keinen. Wo es aber eine lineare Korrelation gibt, ist zwischen der sozialen Polarisierung in einer Gesellschaft und dem Gesundheitszustand. Je ungleicher eine Gesellschaft ist, desto schlechter ist der Gesundheitszustand der Menschen. Und das ist damit zu erklären offensichtlich, dass die Ungleichheit selber ein Faktor ist, der uns gesundheitlich schädigt. Das bedeutet für mich, und das sind sozusagen keine vernachlässigbaren Unterschiede im Gesundheitszustand, also zwischen den Extrempolen, USA auf der einen Seite, sehr ungleiche Gesellschaft, relativ schlechter Gesundheitszustand, und Japan und die skandinavischen Staaten auf der anderen Seite, sondern da geht es also wirklich um Größenunterschiede, also bei Fettleibigkeit, also verschiedenen Krankheiten, die man da zu einem Gesundheitsindex zusammenfassen kann. Daraus folgt für mich, dass der Gesundheitszustand jetzt nicht primär bedeuten muss oder bedeuten soll, dass man die Gesundheitsindustrie aufbläht. Sie ist ja in vielen Bereichen auch viel zu
stark intervenierend, zum Beispiel im Bereich der Geburt, denke ich mir. Also da, das ist keine Geburt, das ist keine Krankheit, und ich sehe nicht ein, warum das Gesundheitswesen jetzt im Sinn unserer Institutionen, die wir Gott sei Dank haben, also der Spitäler, hier eine besondere Rolle spielt. Also ich glaube, man muss diese Gesundheitsindustrie nicht weiter aufblähen, sondern im Gegenteil, es geht wirklich um, und hier ist vielleicht ein Konsenspunkt, um eine aber wirklich radikale Umverteilung ohne Wachstum. Ja, natürlich, klar, ihr könnt immer, wenn ihr wollt. Ja, radikale Umverteilung, das unterschreibe ich natürlich sofort. Ja. Ich möchte aber, was Nico sagte, möchte ich nochmal drauf eingehen. Also ich finde, das Menschenbild finde ich recht problematisch, muss ich mal wirklich sagen. Ja. Also weil du hast ja jetzt unterstellt, dass Menschen überhaupt keine eigenen Bedürfnisse entwickeln, sondern dass die immer produziert sind. Also du hast zum Beispiel der neoliberal produzierten Bedürfnisse und du, ja, ob das jetzt die Steigerung ist oder die Bedürfnisse. Und du hast auch gesagt, wir müssen die Menschen darauf vorbereiten, Peak Oil und was weiß ich. Also was heißt denn wir und was sind die Menschen? Ja. Also das ist ein Punkt, deswegen würde ich halt lieber wir versuchen ja verschiedene Sachen, ja, wir versuchen ja auch viele kennen vielleicht das Material auch, das wir produzieren, wir versuchen das so, dass wir ja Menschen Argument gegen Argumentation nahebringen, ja, also wenn die Frau Merkel sich hinstellt und sagt, die Griechen sollen länger arbeiten, das geht nicht und so, dann machen wir ein Gegenflugblatt, wo wir die tatsächlichen Arbeitszeiten aufschreiben und dass die Menschen Argumente an die Hand kriegen, weil die kriegen ja viel an Neoliberalismus eingeprügelt, wo man sich nicht zu helfen muss und nicht mehr zu helfen weiß. Und natürlich brauchen die Menschen Muße dafür, sich mit eine eigene Meinung bilden zu können, sich damit auseinandersetzen zu können. Und die Muße, die haben sie eben nur dann, wenn man ein auskömmliches Einkommen hat und eine Arbeit, von der man leben kann und sich nicht totschuftet. Und das finde ich es auch nicht richtig zu sagen, oder den Ansatzpunkt, dass wir das Einkommen von der Erwerbsarbeit entkoppeln, sondern ich würde eher sagen, wir sollten die Erwerbsarbeit immer weiter von der Profitlogik entkoppeln. Das wäre mein Ansatzpunkt. Ja, also mir ist das fast unangenehm, so ein bisschen eine Polarität aufzuziehen jetzt am Podium. Ich denke aber doch, dass es Verdi ein bisschen leichter hat, jetzt als Dienstleistungsgewerkschaft sozusagen so ein Konjunkturprogramm irgendwie als sozial und ökologisch verträglich darzustellen, ob es das dann ist oder auch nicht. Ich denke jetzt an andere Bereiche unserer formellen Wirtschaft, also der kapitalistischen Wirtschaft, die auf jeden Fall, wenn man so will, schrumpfen müssen, das klingt sehr schlimm, aber die müssen stillgelegt werden. Und da kann sich's, kann man eine Schätzung machen anhand von Zahlen, die Winfried Wolf verwendet hat, um die Erdölabhängigkeit der Wirtschaft darzustellen. Also da kann sich's durchaus um ein Drittel oder die Hälfte unserer formellen Wirtschaft handeln, die schlicht stillgelegt werden muss. Und das ist kein Verlust an Lebensqualität, sondern ein Zugewinn. Also wir verzichten sehr ständig sozusagen auf sehr viele Lebensqualität fördernde Faktoren, also grüne Städte, die entsprechend gute Luft haben, keinen Autoverkehr, ein relaxtes Leben zum Beispiel, auf das verzichten wir ständig. Und ich glaube, die Stilllegung dieser Problembereiche unserer kapitalistischen Wirtschaft, die würde grundsätzlich die Lebensqualität stark erhöhen. Und da sehe ich also jetzt bei dem, was du vorschlägst, überhaupt keinen Ansatzpunkt. Also da geht es nicht mehr um Gesamtwachstum der Wirtschaft, sondern tatsächlich um eine gesamte Schrumpfung des wirtschaftlichen Outputs. Und da würde mich interessieren, wie du den Bezug siehst. Okay, Nico wollte gerne auch was dazu sagen, dann hast du nochmal das Wort und dann würde ich gerne auch nochmal das Wort an meine oder eure Stimme geben, die irgendwo ist. Ihr könnt euch schon mal vorbereiten, aber... Ja, um die zwei Fragen und drittens das Missverständnis nicht so im Raum stehen zu lassen. Mit wir meine ich diejenigen, denen man in einer modernen Kommunikationsgesellschaft zuhört. In der Diffusionsforschung nennt man die Opinion Leaders oder Change Agents, Funktionäre bei den Gewerkschaften, Wissenschaftler wie ich, Publizisten, Aktivisten und so weiter, uns hört man zu. Wir sollten schon die Wahrheit sagen. Also deswegen haben wir eine Rolle. Das meine ich mit wir. Und die Menschen, und das war die zweite Frage, das sind alle, die arbeiten und die konsumieren. In der Tat müssen sie sich darauf vorbereiten, dass diese Form des
Wohlstands, diese Form der materiellen Selbstverwirklichung so jetzt nicht mehr weiterlaufen wird, sondern auf Grenzen stoßen wird. Aber jetzt nochmal zum Begriff der Industriearbeit. Die ist nämlich das große Problem, weil sie ein Fetisch ist und weil sie Teil eines Fremdversorgungs, eines Industriesystems ist. Und dieses System kann sich nicht stabilisieren lassen ohne Wachstum. Es erzeugt einen Wachstumszwang. Und deswegen bin ich der Auffassung, dass Wohlstand zukünftig umdefiniert werden muss, dergestalt, dass Wohlstand oder auch Versorgung zum Teil nur noch basieren kann auf monetär entlohnter Erwerbsarbeit und die andere Hälfte muss bestehen aus Dingen, die nichts mit Geld zu tun haben, die entmonetarisiert sind. Urbane Subsistenz, Community Gardens beispielsweise, Formen des Selbermachens. Das klingt heute so dermaßen erstaunlich und für viele schockierend. Ja, in einer vornehmen Gesellschaft kann man sich nicht mehr vorstellen, dass ein Mensch, der studiert hat, ja, etwas anderes tun kann als das, was diesem Anspruch entspricht, den man als hochgebildeter Mensch hat, nämlich Maschinen und andere für sich arbeiten zu lassen. Das heißt also, wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht, wenn man von sozialer Gerechtigkeit spricht und auf dem Fuße folgend sagt, dazu braucht man ein hinreichendes Einkommen und hinreichende Erwerbsarbeitszeit, dann ist man immer im Konsummodell. Nur der Konsument braucht diese monetär entlohnte Erwerbsarbeit. Er wird sie immer brauchen, aber müssen das 40 Stunden sein, können nicht 20 Stunden reichen. Wenn 20 Stunden reichen, kann die Industrie, das ist jetzt also unter Volkswirten eine Pi mal Daumenrechnung, um die Hälfte schrumpfen. Wunderbar. Damit könnten wir die Ökologie entlasten, wir bräuchten vor allem weniger Rohstoffe, die wir nicht mehr haben und wir könnten die anderen 20 Stunden hernehmen, um ergänzend ja, zu dieser monetär entgoldenen Industriearbeit Dinge tun, die sich erstrecken vom Community Garden bis hin zu anderen Sozialstrukturen, die schon sprießen, Transition Towns beispielsweise, wo wir ohne Geld ja, Wohlstand erzeugen, ohne Stress und vor allem ohne Entmächtigung, ganz einfach, wo wir also eine ökonomische Souveränität haben, die uns abkoppelt von all diesen Gespenstern, die man mal Marktwirtschaft, mal Kapitalismus, mal Verschwörung, mal sonst wie nennt. Das heißt, wenn wir uns nicht abkoppeln können durch unsere Lebensweise, dann werden wir mit Industriearbeit oder auch mit Kapitalismuskritik, das eine ist schlecht, das andere wird gefordert, einfach so nicht weiterkommen. Noch mal darf, dass es hier nach 3:1 aussieht. Nein. Also mein Modell ist übrigens, ich halte mich da immer an den Ökonomen Keynes, ich weiß nicht, ob du den auch für einen Wachstumsfetischisten halten würdest, aber sein Modell war eine 15-Stunden-Woche. Also der hat eigentlich gedacht, wir sind jetzt nach der Zeit schon so weit, dass man mit 3 Stunden am Tag auch hinkommt. Das finde ich ein schönes Modell. Dann hätte man nämlich viel Zeit für anderes. Und ich möchte noch mal eine Lanze für die Menschen brechen. Ja, es ist doch klar, dass, oder man hat es gesehen an der Entwicklung in den 70er Jahren, das Maß an sozialer Sicherheit korreliert mit weniger materiellen Bedürfnissen. Aber die Leute brauchen erstmal ein gewisses Maß an sozialer Sicherheit. Und wenn man jetzt hingeht und sagt, oder andersrum nochmal, die IG Metall, hier ist jetzt kein Vertreter von der IG Metall, aber die IG Metall hat in den 70ern Mobilitätskonzepte diskutiert. Die hat Konzepte diskutiert, wie man wegkommt vom individuellen motorisierten Verkehr, obwohl die da selber arbeiten, weil man da nämlich eine Perspektive hat, wie kann man denn leben, vielleicht perspektivisch mit weniger Arbeit, müssen wir alle mit dem Auto rumfahren, also die Kollegen sind ja irgendwie auch nicht auf den Kopf gefallen. Ja. Aber wenn man jetzt hingeht in der jetzigen Situation und sagt, den halben Industriebereich, den müsste man eigentlich platt machen und leer und die Leute irgendwie heimschicken, das ist doch keine Perspektive für die Menschen. Ja, du musst dann vorher soziale Sicherheit hergestellt haben. Wir machen jetzt hier mal einen ganz kleinen Cut, denn es haben jetzt relativ lange über die Frage diskutiert, was ist sozusagen die Rolle des Individuums, was will ich eigentlich? Also, dass ich persönlich auf der einen Seite mit meiner linken Gehirnhälfte so die wachstumskritischen Argumente alle total plausibel finde und denke, ja, die haben recht. Meine rechte Gehirnhälfte will leider weiterhin immer noch das iPad 2. Und jetzt stehe ich sozusagen vor der Frage, entweder vielleicht will ich das gar nicht und es wird mir sozusagen eingepflanzt, das ist die Wachstumslogik, die da in meinem Kopf iPad 2 spielt.
Und vielleicht habe ich auch das Problem, wenn ich es dann habe, habe ich gar nicht genug Zeit, damit rumzuspielen, weil ich eigentlich die ganze Zeit arbeiten muss. Also in diesem Spannungsfeld, glaube ich, bewegen wir uns. Und jetzt würde mich interessieren, was ihr zu diesem Spannungsfeld denkt. Und deswegen bitte ich die Stimme des Publikums nach vorn. Ja, von den vielen spannenden Fragen haben wir drei ausgewählt, die konkret an Referenten gerichtet sind und eine allgemeinere, aber danach folgt noch eine zweite Runde, wo wir versuchen auch noch mal ein paar mehr Perspektiven und Aspekte quasi zu berücksichtigen. Als erstes vielleicht an Andreas Exner. Die Frage, muss der Kapitalismus nicht immer wachsen? Ist Wachstumskritik nicht ein Kampf gegen Windmühlen? Und müssten wir nicht eigentlich den Kapitalismus bekämpfen? Ich würde sie am besten gesammelt vortragen und dann könnt ihr der Reihe nach vielleicht antworten. An Frau Reiner. In Deutschland wurde schon sowas wie ein Wohlstand erreicht. Also Sie profitieren und haben profitiert von diesem Wachstum. Da ist eine Abgrenzung von Wachstum möglich. Die Frage lautet, wie sollten die Entwicklungsgesellschaften diese Abgrenzung von Wachstum machen, um ihre europäisch-westliche Wohlstand zu erreichen? Und wir haben die Frage halt so verstanden, hat der globale Süden nicht ein Recht auf Wachstum? Und nun zu Nico Pech. Also, ist Pech der Meinung, dass jetzt zunächst massiv in erneuerbare Energien und Gebäudesanierung investiert werden soll, was Wachstum bedeutet, und erst in Jahrzehnten nach Umbau der Gesellschaft ein Ende des Wachstums anstünde? Und zu guter Letzt die allgemeine Frage, die gerne alle vielleicht beantworten können. Wer definiert eigentlich Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Menschen? Dazu gehören zum Beispiel ja, Essen, Unterkunft, aber auch MP3-Player, Reisen. Wer kann das vorschreiben, was wir zu wollen haben, was unsere Bedürfnisse sind? Ich bin sehr gespannt auf die Antworten. Dankeschön. Gut, vielleicht fangen wir einfach in der Reihenfolge mal an, weil das würde mich auch interessieren. Andreas, wie ist das mit dem Wachstum und dem Kapitalismus? Ist Wachstumskritik nicht eigentlich Kapitalismuskritik und Kampf gegen Windmühlen, wie es im Publikum formuliert wurde? Ja, im Prinzip habe ich das in meinem Input schon gesagt, dass die Wachstumskritik eine Kapitalismuskritik sein muss. Und man muss dann auch Klarheit gewinnen darüber, was Kapitalismus ist und was man da kritisiert und vor allem, wie man das auch praktisch kritisiert, das heißt auch eine Perspektive entwickelt. Ich denke, ein ganz wesentlicher Faktor, und das wurde auch schon angesprochen, vielleicht haben wir hier sogar einen teilweisen Konsens, ein wesentlicher Faktor im Kapitalismus ist, dass Lebenszeit zu einer Ware wird, dass Arbeitskraft verkauft werden muss, dass wir Lohnarbeit verrichten, das heißt, das wissen wir alle, das tun müssen, was das Management sagt. Das ist einmal ein wesentlicher Punkt. Wenn wir sozusagen Kapitalismus kritisieren, weil der einen Wachstumszwang hat, dann müssen wir die Lohnarbeit überwinden. Das geht, das wurde auch schon angesprochen, auf dem Weg solidarischer Ökonomien. Da hat es bei Attac ja glücklicherweise auch schon viele Debatten dazu gegeben, sozusagen Kooperativen, Genossenschaften im ursprünglichen Sinn, auch Gemeinschaftsgärten gehören dazu oder große Genossenschaftskomplexe wie Mondragon oder gemeinschaftliche Lebens- und Produktionsformen wie die Kibbutzim in den 60er Jahren. Das alles sind Beispiele solidarischer Ökonomien, wo Lohnarbeit zumindest stark zurückgedrängt worden ist. Weiters gehört dazu, dass wir Märkte zurückdrängen, wenn wir sagen, Kapitalismus muss überwunden werden, weil wir den Wachstumszwang überwinden müssen, dann müssen wir auch die Bedeutung von Märkten zurückdrängen. Das heißt, es geht um Kooperation zwischen Betrieben, zwischen Projekten, die wir weiterentwickeln müssen. Der Wachstumszwang des Kapitals ist darin begründet, dass eben alles gekauft und alles verkauft werden muss in dieser Gesellschaft, die durch eine Geldwirtschaft geprägt ist. Hier gibt es wahrscheinlich eine Überlappung mit dem Nico Pech, weil Geld als solches nutzlos ist. Also man kann es nicht essen, wie jemand gesagt hat. Und aus dem Grund ist es sinnlos. Also mit 100 Euro zu produzieren, macht sozusagen keinen ökonomischen Sinn in dieser Wirtschaftsweise. 101 Euro zu produzieren macht Sinn, 102 ist besser, 10.000 ist noch besser und so weiter. Es gibt hier keine Grenze, keine Sättigung ist denkbar bei der Geldproduktion. Das ist ganz anders in einer Produktionsweise, die eben konkrete Bedürfnisse befriedigt. Ich kann essen,
bis ich ganz satt bin und dann ist der Hunger weg, er taucht dann wieder auf, aber dieses Bedürfnis hat eine Sättigung, weil es auch konkret befriedigt werden kann, während die Produktion von Geld, die kennt keine Grenze und das ist sozusagen dieser Wachstumsdrang und dann kommt natürlich noch dazu der Wachstumszwang aufgrund der Konkurrenz, das heißt jeder Unternehmer ist auch gezwungen, Profit zu produzieren und den zu maximieren, sonst geht er unter, das ist auch völlig klar. Ja, nee, macht nicht schlapp. Ihr habt jetzt beide schon so ein bisschen über Alternativen zum Wachstum gesprochen. Reden wir gleich nochmal drüber. Erstmal gab es noch zwei Fragen an Sabine, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Einmal die Frage nach dem, ja, ob es nicht im Süden ein Recht auf Wachstum gibt. Die zweite war, jetzt kann ich meine eigenen Notizen nicht lesen, das ist ein bisschen blöd. Die Frage, wie soll die Abgrenzung von Wachstum laufen, das kann ich hier nicht, kannst du das nochmal in einem, oder Delila, merkst du, das ist doof. Man muss dazu auch sagen, kurze Entschuldigung, die Akustik hier oben ist extrem schlecht. Genau, beantworte doch erstmal die erste Frage. Ich wollte andersrum anfangen, deswegen habe ich da nochmal nachgefragt. Also es ist ja unbestritten, dass dem Kapitalismus ein Wachstumszwang innerlich ist. Ja. Aber der ist nicht so, es gibt ein Stück Regulierung, es gibt verschiedene Kapitalismen. Am besten hat man das ja gesehen an der Finanzmarktentwicklung. Nach der Weltwirtschaftskrise damals, vor 60 Jahren, gab es strikte Regulierungen, die sukzessive weggenommen worden sind seit den 70er Jahren. Und deswegen sind wir wieder in diesen Schlamassel gekommen. Also man kann dem Kapitalismus schon ein Stück weit abtrotzen. Und das wäre der erste Schritt, den ich halt, also vor ich jetzt, oder wenn man sagt, der Kapitalismus hat so einen Wachstumszwang, deswegen muss man ihn ganz abschaffen, dann ist es eben wiederum so abstrakt und deswegen würde ich halt sagen, man muss erstmal versuchen, den Kapitalismus ein Stück in Grenzen zu halten und dann guckt man weiter. Ja. Und zu der Frage nach, wir können ihn gern morgen abschaffen, wenn ihr mir sagt, wie das geht. Ja, so. Und zu der Frage nach dem globalen Süden. Also ich glaube, es gibt keine Institution, die sagen könnte, nein, der globale Süden darf nicht wachsen. Ja, also Wachstum, eine Gesellschaft entwickelt sich. Ob das jetzt, wer sollte das denn sein? Irgendwie Frau Merkel oder der IWF oder wer auch immer. Also man kann natürlich man kann den Leuten Knüppel zwischen die Beine werfen, man kann es erschweren, das ist ja das, was passiert, aber man kann nicht sagen, das Wachstum wird jetzt verboten. Und ich würde aber auch die Dynamik des Kapitalismus nicht unterschätzen. Also ich bin nicht sicher, ob es nicht einen Kapitalismus gibt, der möglicherweise ökologisch etwas freundlicher ist als das, was wir haben. Deswegen ist es immer noch Kapitalismus und deswegen muss es auch kein sozial gerechter Kapitalismus sein. Aber es sind ja immense Investitionsfelder und man kann immens viel Geld machen, indem man eben energetisch saniert. Man kann vorläufig immens viel Geld machen. Und ich würde da die Dynamik des Kapitalismus nicht unterschätzen. Dann ist jetzt erstmal Nico, der die dritte Frage. Ja, ich nutze die Gunst der Stunde, weil ja auch eine Frage an mich gerichtet wurde, jetzt auch mal endlich einen Dissens mit Andreas Exner herzustellen. Wir haben trotz aller Sympathie noch keinen Dissens gehabt und dann noch so ein Querdissens. Also Kapitalismuskritik ist unhintergehbar notwendig, um das klarzustellen. Ich als ein traditionell geschulter durch alle neoklassischen Gewässer sozusagen getauchter Ökonom sagt das, trotz alledem. Aber Wachstumskritik und Kapitalismuskritik, so in einem Atemzug zu nennen, Andreas, wie du das machst, das unterschreibe ich nie und nimmer. Es ist die Kritik an einem Syndrom, das ich als Fremdversorgungssyndrom bezeichne, das besteht aus einer industriell arbeitsteiligen Industrie auf der Angebotsseite und einer Abhängigkeit von Konsumversorgung und dann auch von Erwerbsarbeit, die entlohnt wird, auf der Nachfrageseite.
Das muss abgeschafft werden. Das erzeugt den Wachstumszwang. Und wenn man dann über die Abschaffung dieses Syndroms spricht, muss man auch über Geld und Zinsen reden. Das heißt also, die Geldreformer, die für sich in Anspruch nehmen, dass der Wachstumszwang eben, der Fremdversorgung, wie ich sie halt nenne und nicht Kapitalismus, also was mit dem Zins zu tun hat, haben auch nicht Unrecht. Die Kapitalismuskritik wird an einer bestimmten Stelle interessant, wo man zeigen kann, dass die Höhe der Gewinne, also ich hatte gehofft, in die Situation nicht zu kommen, jetzt etwas vorwegzunehmen, was eigentlich morgen in ein Forum gehört, wo es eigentlich um die Ursachen oder Zwänge von Wachstum geht. Aber es ist die Höhe der Gewinne. Und auch gleichzusetzen, dass Gewinnhöhen und Kapitalismus dasselbe sind, das stimmt auch nicht. Das eine ist Gier und das andere ist ein Eigentumsregime. Und auch die Verwechslung, dass Kapitalismus bedeutet, man organisiert sein Leben oder die Ökonomie so, dass man alles, selbst seine eigene Arbeitszeit, wie du sagst, irgendwie vermarkten muss oder in einen Geldwert umwandelt. Das geht auch ohne Kapitalismus. Ich nenne das Kommerzialisierung, aber das ist nicht notwendigerweise Kapitalismus. Aber nochmal, damit kein Missverständnis entsteht, ich möchte den Kapitalismus nicht retten. Nur er ist, man sollte ihm nicht so viel Ehre antun, er ist nicht allein verantwortlich für Wachstum. Auch eine Konsumkultur, die in einer völlig nicht kapitalistischen Gesellschaft, die einfach fortschrittsgläubig und maßlos ist, ja, also kann eine Ursache dafür sein. Jetzt die Frage mit der regenerativen Energie, erstmal. Es gibt, was die regenerative Energie anbelangt, so viele Probleme, dass ich nicht weiß, wo ich anfangen soll. Und der Moderator guckt schon ganz streng. Die Energiebilanzen jener Anlagen und Infrastrukturen und Produktionsmuster, die wir brauchen, um regenerative Energie zu nutzen, ja, diese Energiebilanzen sind so grottenschlecht, dass man schon da im Prinzip ernüchtert ist. Zweitens, regenerative Energien lösen streng genommen niemals ein ökologisches Problem, sondern sie verlagern es aus dem gasförmigen Aggregatzustand der Biosphäre in den Festen, in die Flächen. Und die Flächen sind irgendwann begrenzt. Trotzdem würde ich sagen, dass regenerative Energien einen Beitrag leisten können. Momentan ist der Beitrag der regenerative Energien bei genau 0,2% am irdischen Primärenergieangebot. Und da alles, was wir im Prinzip als Wohlstandsartefakten hernehmen, um uns damit zu schmücken, ja, global produziert wird, ist das die maßgebliche Zahl. Der Ausstieg aus der Atomenergie in der Bundesrepublik wird allein auf dem Rücken des Klimas ausgetragen. Die Braun- und Steinkohlekraftwerke, die jetzt schon nicht mehr verhinderbar sind, machen den Job und nicht die regenerative Energie, die kommt obendrauf. Und trotzdem, damit jetzt nicht Empörung aufkommt, bin ich für einen Ausbau der regenerativen Energien. Und zwar auf folgende Weise. Wenn wir die Industrie, wie ich das gerade vorgeschlagen habe, ja, reduzieren, ja, man könnte einen Werbespruch daraus machen, den es schon gibt, reduce to the max, dann haben wir Industriebrachen. Wenn wir 50% der deutschen Autobahnen stilllegen, 75% der Flughäfen, dann haben wir Wohlstandsschrott in Form versiegelter Flächen, ja, die übrig bleiben. Da die Anlagen drauf zu bauen, würde den Konflikt, den ich gerade geschildert habe, mindern. Da bin ich dann dafür. Ne? Gut, ich würde jetzt diese Debatte über erneuerbare Energien nicht sozusagen weitertreiben, sondern gerade eben, als die K-Frage hier aufs Tablett kam, da hat Ingeborg so ein bisschen gezuckt. Jetzt möchte ich ihr die Möglichkeit geben, dazu Stellung zu nehmen. Neben dem Wachstum ist ja das Privateigentum, also Profitmaximierung für Private, die sich gesellschaftlichen Reichtum aneignen, das Charakteristikum und eben nicht nur Wachstum allein. Also insofern ist, glaube ich, eine andere Eigentumsordnung, wenn wir alternative Ökonomien diskutieren, ja wichtig zu sehen, dass da zum Beispiel in Genossenschaften ein anderes Eigentumsmodell, die Mitglieder, die dann entscheiden können, was wie produziert wird und womit gehandelt wird. Also das, glaube ich, ist eins der wesentlichen Momente und nicht nur das Wachstum. Das wollte ich nur noch mal ergänzen, damit wir da nicht zu eng diskutieren. Bei Sabine denke ich, dass es ja heute darum geht, wie schaffen wir die Logik dieser wirtschaftlichen Entwicklung, die zu diesen Auswüchsen, die wir heute diskutiert haben, auch geführt haben. Wie können wir die brechen? Also Sand ins Getriebe streuen, das war also ungefähr auch das, was du meintest. Das können wir ja, indem wir zum Beispiel in der heutigen Ökonomie versuchen, Arbeits- und Sozialstandards in den globalen Wertschöpfungsketten von Unternehmen als verpflichtend im Völkerrecht festzuschreiben. Das gibt es heute noch nicht. Es gibt es im nationalen Rahmen.
Wir haben hier Arbeits- und Sozialgesetze, wenn sie auch abgebaut werden, aber immerhin. Im globalen Maßstab sind die kaum angewandt, wenn sie auch oft in den Arbeits- und den Satzungen und den Arbeitsministerien letztlich auch auf der Agenda stehen, aber sie werden nicht angewandt. Und insofern ist die Frage in den globalen Wertschöpfungsketten von multinationalen Unternehmen, die ja die Hauptgewinner dieser Globalisierung sind, können wir heute durch öffentliche Kampagnen wesentliche Beiträge dazu leisten, dass es zu einer rechtlichen und sanktionsbehafteten Regulierung von internationalen Arbeits- und Sozialnormen kommt. Und da gibt es einen ersten Schritt von der Internationalen Arbeitsorganisation mit den Kernarbeitsnormen, die in einer Spezialerklärung 1998 verabschiedet und gefordert worden sind. Das hat zum Beispiel auch beinhaltet das Verbot von Kinderarbeit, von Frauenarbeit, von Frauendiskriminierung, von Zwangsarbeit und Gewerkschaftsrechte. Also diese Normen sind heute eigentlich mit einem Sonderstatus als besonders bindend in der ILO auch verkündet worden, aber es hat trotzdem nicht dazu geführt, dass sie umgesetzt werden in der globalen Produktion, sei es über die Produktionsnetzwerke oder über Beschaffungsnetzwerke. Und da sehe ich eine Möglichkeit, wie wir eine Logik, wenn wir das an erste Stelle von Wirtschaften setzen und kritisieren Unternehmen und fordern Regierungen auf, im Völkerrecht dafür zu sorgen, diese Standards zu verankern, dann haben wir in dieser Nachverfolgung dieser Priorität von Wirtschaften eine Logik gebrochen. Und insofern sehe ich da auch Ansätze, wie wir nicht nur über solidarische Ökonomie, die hoffentlich einmal wachsen wird in der Zukunft, sondern auch über heutige Möglichkeiten des Eingreifens, die Logik bricht. Gut, ich würde jetzt, bevor wir gleich, also ich merke auch, euch allen brennt so ein bisschen die Frage unter den Nägeln, was folgt denn jetzt daraus? Also was sind sozusagen die Alternativen? Ihr habt das jetzt fast alles schon angesprochen. Ich würde trotzdem nochmal Andreas die Möglichkeit geben, auf diesen, den Dissens, den Nico hier aufgemacht hat, zu reagieren. Weil ich frage mich das auch manchmal. Ist es nicht wirklich so? Also ich will jetzt nicht anfangen und sagen, in der DDR gab es auch Umweltverschmutzung. Also das finde ich ein bisschen platt. Aber sozusagen ist die Frage nicht, vielleicht ist es so, dass, also ich kann mir auch eine solidarische Ökonomie vorstellen, wo die Leute sagen, naja, lass mal ein bisschen mehr produzieren, ist doch cooler, wenn wir mehr haben. Also jetzt ein bisschen platt gesagt. Also ist es wirklich so einfach zu sagen, jetzt ist der Kapitalismus weg und dann haben wir auch das Wachstum erledigt? Ja, stimmt. Eine solidarische Ökonomie könnte sich entscheiden, viel zu produzieren. Und ich denke, der wesentliche Unterschied ist, dass es dort keinen Zwang zur ständigen Mehrproduktion gibt. Auf dem Kapitalismusbegriff möchte ich jetzt überhaupt nicht herumreiten. Also für mich sind das in dem Kontext, wo wir uns unterhalten wollen über Perspektiven, wirklich zweitrangige Fragen. Also ich denke, wir haben einfach einen anderen Begriff von Kapitalismus. Wo ich sicherlich große Übereinstimmung sehe, und das ist auch mein Kernpunkt, ist, dass die Geldwirtschaft als solche einen Wachstumszwang und Wachstumsdrang zeigt. Und ich eben deshalb auch sage, dass man Märkte zurückdrängen muss und durch direkte Kooperation von Menschen, das kann durchaus in Gremien stattfinden oder muss auch in Gremien stattfinden, Märkte dadurch ersetzen muss. Ich bin eher unglücklich mit dem Begriff der Fremdversorgung, weil hier so was Lokalistisches oder jetzt ein bisschen böse gesagt Heimattreues mitschwingt. Worauf ich hinaus will, ich glaube, es ist von Vorteil, eben auch in größerem Maßstab zu kooperieren. Und hier bieten eigentlich sehr lokal gefasste Ansätze von Postwachstumsökonomie nicht diese Perspektive. Also man sieht ja an vielen Beispielen, bekannteste Beispiel ist die freie Softwareproduktion, dass es durchaus eine globale, direkte Kooperation gibt und ich denke, dass die in gewissem Grad auch aufrechterhalten werden kann oder auch in anderen Bereichen entwickelt werden kann und entwickelt werden muss. Also da bin ich skeptisch und hier schließt sich also auch eine Kritik an den Ansätzen an, die sehr stark so in Richtung Regionalwährungen und Tauschkreise gehen. Ich sehe hier nicht den Unterschied zur normalen Marktwirtschaft und wenn es einen Unterschied gibt, dann liegt er genau in der Kooperation der Menschen. Sie müssen kooperieren, um Regionalwährungen aufzubauen und um Tauschringe sozusagen funktionsfähig zu halten und die Kooperation ist das Entscheidende. Und man sieht in Argentinien nach 2001 hat es einen großen Boom des Tauschkreises gegeben, aber er hat genau wie die normale Marktwirtschaft nicht das zur Verfügung gestellt, was die Menschen brauchten, das waren Lebensmittel in dem Fall. Da habe ich meine Skepsis unter Zins, um das nur ganz kurz zu sagen, also ich verstehe nicht, warum das Argument immer kommt, also hohe Zinsen würgen das Wachstum ab, also das
ist für mich kein Wachstumstreiber. Okay, dann möchte ich Nico ganz kurz nochmal die Möglichkeit geben, darauf zu antworten. Dann habe ich nämlich auch noch eine Frage an dich. Dann. Ja. Also Andreas, wenn du sagst, man muss aufpassen, dass Ansätze einer Postwachstumsökonomie nicht zu lokalistisch sind oder zu kirchturmpolitikartig daherkommen, sondern man muss weiterhin auch die globale Sphäre betrachten und du gleichzeitig willst, dass es keine Märkte gibt und auch kein Geld. Ich habe ja dein Paper auch nochmal gelesen, dass du für dieses Forum, für dieses Podium eingereicht hast, dann ist das ein Widerspruch. Die Abschaffung des Geldes bedeutet notwendigerweise, dass jede Form der Arbeitsteilung, die dann noch möglich ist, einen begrenzten geografischen Rahmen hat. Und ich bin dafür, das ernst zu nehmen. Da haben wir eigentlich durchaus nicht nur einen Dissens, weil Entmonetarisierung finde ich wichtig, aber nur als einen Teilbereich. Man wird weiterhin Geld brauchen, wenn man den Anspruch stellt, zu konsumieren oder teilweise zu konsumieren oder auch nur sparsam zu konsumieren. Aber Geld und Geld ist nicht dasselbe. Regionalwährung halte ich aus mehr als nur einem Grund für besonders wichtig. Aber auch nicht, weil ich glaube, dass das eine Allheilmethode ist, sondern ich gehe von einem Dreigestirn aus in einer Postwachstumsökonomie. Erstmal eine geldlose Ökonomie, alles machen, was entkommerzialisiert und sogar ohne Märkte funktioniert. Da sind wir total zusammen. Das ist absolut wichtig und das mindert in jeder Hinsicht sowohl kulturell als auch strukturell Wachstumszwänge. Zweitens, was man nicht lokalisieren kann, also entmonetarisiert erledigen kann, das kann man versuchen, regional mit Hilfe von Regionalwährungen zu produzieren. Und wenn da Märkte sind und wenn da Konkurrenz ist, würde ich sagen, so schlimm finde ich das auch nicht. Die beiden Bäcker, die ich kenne in meinem Stadtteil, die bringen sich nicht um. Das sind auch keine Edelkapitalisten und das sind auch nicht Maßlose. Aber so ein bisschen Konkurrenz ist da nicht schlimm, wenn der Radius sozusagen etwas geringer ist. Und als drittes Aggregat mag so etwas bleiben, wie die Notwendigkeit, auch weiterhin global zu produzieren. Aber das ohne Geld und Märkte hinzukriegen, halte ich für absolut undenkbar. Warum? Das machen Konzerne tagtäglich. Internationale Wertschöpfungsketten in einem Konzern. Und an wen verkaufen die Konzerne das? Und wer bezahlt dann mit Muscheln? Sie sind eingebettet in eine Geldwirtschaft, das ist klar. Aber die Kooperation im Betrieb, und wir sprechen nicht von kleinen Bäckereien, sondern von riesigen Konzernen, erfolgt ohne den Tausch. Müssen wir aber alle dem Konzern angehören, um das Geld und die Märkte nicht zu brauchen? Nein, ich sage nur, es gibt kein grundsätzliches Argument, warum du Arbeitsteilung an Geld bindest. Und um es nur abzuschließen, wir haben nicht so viel Zeit. Also das erinnert mich eigentlich an die frühkapitalistische Phase. Okay, da hat es also auch einen Weltmarkt gegeben in Rudimenten und hat sich zu dem entwickelt, was wir heute überwinden müssen. Also diese Frage wird sich dann wahrscheinlich neu stellen. Gut, ich habe jetzt noch, bevor das Publikum noch einmal die Stimme bekommt, habe ich noch eine Frage an Nico, weil das will auch noch mal was Kritisches fragen irgendwie. Also wenn ich das so verstanden habe, du hast ja vorhin schon ein bisschen deine Idee mit der Postwachstumsökonomie auch skizziert in Richtung sozusagen, man muss vielleicht gar nicht so viel konsumieren, sondern man kann vielleicht auch mal im Garten arbeiten. Und ich bin mir nicht so ganz sicher, ob du das schon gesagt hast oder wie du dazu stehst. Es gibt von dem konservativen Publizisten jetzt auch ein wachstumskritisches, Meinhard Miegel heißt er, da gibt es auch ein wachstumskritisches Buch und das heißt Wohlstand ohne Wachstum, wie die alle Bücher irgendwie heißen. Und er meint aber eigentlich streng genommen das, was er schon immer sagt, nämlich wir müssen den Gürtel enger schnallen und wir haben über unsere Verhältnisse gelebt und deswegen müssen wir beispielsweise auch den Sozialstaat abbauen. Ich will dir das nicht unterstellen, aber ist das, was du sozusagen predigst, nicht anschlussfähig in so eine Richtung und ist das dann nicht letztendlich auch irgendwie unsozial, wenn man sagt, naja, die Leute müssen nur ein bisschen im Garten arbeiten und dann sind sie glücklich? Also ich glaube, das ist jetzt wirklich eine kleine Verdrehung dessen, was ich unter Postwachstumsökonomie verstehe. Wenn ich sage, dass infolge einer Reduktion des Industriekomplexes die Arbeitszeit natürlich auch sinkt und wir sie dann entsprechend nivelliert verteilen, sodass alle Menschen nach Möglichkeit, ich gehe mal von dieser Daumenregel aus, die ihr bitte nicht wortwörtlich nehmt, das ist nur eine Hausnummer, dass dann alle 20 Stunden haben, dann ist das für mich wirklich ein Akt der Gerechtigkeit, der weit über vieles von dem hinausgeht, was heute Gewerkschaften oder andere, auch linksorientierte Kapitalismuskritiker unter Gerechtigkeit verstehen. Das ist das eine. Das andere ist, soziale Gerechtigkeit kann man auf zwei Weisen denken. Das eine ist die Logik des Konsums. Und das andere ist die Logik der ökonomischen Souveränität. Das heißt also, indem man sich unabhängig macht von Geld, das heißt, dass man einen Teil Geld immer noch bezieht über eine 20-Stunden-Woche, aber den Rest der Zeit benutzt, um zum Beispiel auch Konsumgüter zu pflegen, sie langlebig zu machen, sie auszutauschen, also geldlos, auch ganz im Sinne von Andreas Exner, dann ist das ja eine
urbane Subsistenz, die nicht bedeutet, im Dreck zu buddeln oder sich zurückzubegeben ins Mittelalter, sondern dann ist es im Prinzip einfach die Freiheit, die man hat, nicht nur konsumieren zu müssen, sondern wieder handwerklich, substanziell, manuell, ja, geschicklichkeitsbasiert wieder Dinge zu tun. Ein Philosophieprofessor muss sich nicht zu schade sein, mal einen Knopf anzunähen, ein Brot zu backen, Fahrrad zu flicken oder mit einem Notebook so umzugehen, dass es nicht 5, sondern 10 Jahre hält. Wenn wir alleine über die Ermächtigung der Menschen ohne Geld, ja, über handwerkliche Fähigkeiten, die Nutzungsdauer der Produkte zu verdoppeln, dann kann die Produktion sinken. Und zum Sozialstaat nur so viel, den kann und will ich natürlich nicht abschaffen. Der Sozialstaat würde auch im Rahmen eines Übergangs zu einer Postwachstumsökonomie gebraucht. Ich bin für eine radikale Durchforstung des Subventionshaushaltes, aber nicht für eine Durchforstung des Sozialhaushaltes, um das klarzustellen. Und der Punkt ist ganz einfach, dass natürlich in einer Welt, in der ich ein Anrecht habe auf ein gewisses Quantum an Erwerbsarbeit, also nicht wie jetzt einfach ausgegrenzt werde und gleichzeitig ermächtigt bin, ein Teil meines Wohlstandes, ja, praktisch Kraft sozialer Netze, Kraft handwerklicher, substanzieller Fähigkeiten, also im Sinne von urbaner Subsistenz zu unterfüttern, spielt die Rolle des Sozialstaates natürlich nicht mehr so eine hohe Bedeutung. Das ist schon richtig. Aber nur unter dieser Voraussetzung, dass das alles geschieht, was ich mit einer Postwachstumsökonomie assoziiere. Man darf unter keinen Umständen Wachstumskritik hernehmen, um den Abbau des Sozialstaates zu rechtfertigen. An der Stelle haben Meinhard Miegel und ich dann ein Problem. Gut, dann ganz kurz noch, Sabine, ich spüre hier einen Konsens. Nein, noch nicht. Ich wollte kein Konsens, ich wollte nur eine Sache zur Arbeitszeit klarstellen. Wir haben sinkende Arbeitszeiten. Also wenn man sich in den Industrieländern, in den kapitalistischen Industrieländern das gesamte Erwerbsarbeitsvolumen anschaut, dann geht es zurück. Heute arbeiten die Leute in Gesamtdeutschland so viel zusammen, wie die Leute vor 20, 25 Jahren in Westdeutschland allein gearbeitet haben. Die Arbeitszeiten gehen zusammen. Ja. Das Arbeitsvolumen geht zurück, aber die Arbeitsverteilung wird extrem ungleicher. Die Arbeitszeiten sind auch bis in die 70er Jahre zurückgegangen und es ist aufgefangen worden durch allgemeine Arbeitszeitverkürzung. Und heute wird es aufgefangen dadurch, dass vor allen Dingen Frauen in Teilzeit und Minijobs gedrängt werden. Also pro Kopf wird im Schnitt weniger gearbeitet als früher, aber wir haben eine extrem ungleiche Verteilung. Also der Kapitalismus, die Wachstumsraten des Kapitalismus nehmen von selber ein Stück weit ab. Ja. Es kommt aber darauf an, das eben zu regulieren. Vielen Dank. So, jetzt nochmal quasi zum Finale die Stimme des Publikums. In dieser Runde ist uns aufgefallen, dass es ein besonderes Bedürfnis danach gibt, auch Sachen zu Alternativen zu hören. Und deswegen gehen sehr viele Fragen auch in die Richtung. Dennoch haben wir auch zwei, die konkret an bestimmte Referenten auch gerichtet sind. Zunächst an Frau Reiner. Gibt es bei negativem Wachstum genug Steuereinnahmen für den Staat, um soziale Dienstleistungen zur Verfügung zu stellen? Einmal die Frage. Also quasi, würde es trotzdem weiterhin Wohlstand geben bei einer schrumpfenden Gesellschaft? Hieße kein Wachstum, auch keine Produktivitätssteigerung? Was hieße das für Wirtschaftsbeziehungen mit anderen Ländern? Kann wirklich ein Land alleine auf Wachstum aussteigen? Die Frage wäre dann an Nico Pech gerichtet. Und nun eine, die an Andreas Exner gerichtet ist und auch gerade aufgrund der Aktualität vielleicht noch von besonderer Brisanz ist, dass es auch nicht nur auf ein Land zutrifft. In Griechenland erleben wir derzeit eine Schrumpfung des Bruttoinlandsproduktes und es geht den Menschen dort nicht gut damit. Könnte diese Situation dennoch eine Chance sein, alternative Projekte zu implementieren? Wie könnte das aussehen? Und das waren für Andreas Exner und ich würde diesmal auch die Fragen hier lassen, dann könnt ihr euch das nochmal konkret durchlesen. Mit dem Postwachstum können wir nicht warten, bis wir dafür Mehrheiten haben. Wer kann womit heute anfangen? Viel Spaß damit. Ups. Mikro, dann fang du doch mal an, Sabine, wenn du...
Okay, weil ich glaube, es waren insgesamt auch genug Fragen, dass wenn du die Hälfte beantwortest, hast du auch genug. Genau, es ist wirklich, die Akustik hier oben ist schlecht, deswegen denke ich mir jetzt einfach eine Frage aus. Nein, natürlich nicht. Eine Frage war, wenn wir in Deutschland negatives Wachstum hätten, gäbe es dann noch sozusagen genug Ressourcen, um einen vernünftigen Sozialstaat zu finanzieren? Also gibt es dann genug Wohlstand bei negativem Wachstum, war eine Frage. Naja, wir haben ein Wachstumsniveau erreicht, das so ungleich verteilt ist, dass man natürlich auch bei schrumpfender Wirtschaft, wenn man gleichzeitig umverteilt, die Gesamtwohlfahrt erhöhen könnte. Ja, es ist ja vorher auch von Glücksforschung und sowas gesprochen worden. Ja. Es ist ja so, dass Gesellschaften sich reicher fühlen und ausgeglichener sind, wenn die Verteilung entsprechend anders ist. Deswegen gibt es da durchaus Spielräume, würde ich jetzt mal sagen. Aber per Definition, wenn die Wirtschaft zurückgeht, also nach dem klassischen Bruttoinlandsprodukt als Maßstab, geht per Definition natürlich mit dem Wachstum, mit dem Wirtschaftswachstum, mit dem Bruttoinlandsprodukt auch der Wohlstand zurück. Und wenn man aber alternative Indikatoren, über die ja auch viel geredet werden wird in den nächsten Tagen, wenn man darüber misst, dann ist natürlich eine Wohlfahrtssteigerung in dem Sinn trotzdem möglich. Mit dem Schrumpfen in Griechenland, ob das Chance, aber es war eine Frage an Andreas, also lasse ich ihn. Vielleicht kannst du dann ja was dazu sagen. Ich habe jetzt zu viele Zettel hier, jetzt fehlt doch der Tisch. Ich habe mich verzettelt, genau, nee, andere haben mich verzettelt. Die Frage an Nico war zum Beispiel, kann ein Land denn sozusagen alleine aus dem Wachstum aussteigen? Okay, vorher noch die kleine Korrektur, als ein Zwischenruf gerade kam, als ich über regenerative Energien sprach. Als ich sagte, 0,2% ist der Anteil der regenerativen Energie, da meinte ich Sonnen- und Solarenergie. In Wahrheit ist der Anteil bei 16%, die Differenz in Kuhfladen in Afrika ist so. Okay, aber daran ändert sich da nichts an der Zahl. Gut, jetzt kann ein Land allein aussteigen aus sozusagen dem Wachstumsdogma? Die Antwort ist absolut ja, sofort, aber nicht ohne einen Preis dafür zu zahlen. Unser Wohlstand, unser materieller Wohlstand, ja, beruht auf Dienstleistungen, Produkten, Mobilität und so weiter, ist das Resultat industrieller Arbeitsteilung. Und wenn wir innerhalb einer Region, innerhalb eines Landes, alle Potenziale der Spezialisierung, der Zerlegung von Produktionsprozessen in einzelne Teilprozesse ausgeschöpft haben und mehr wollen, müssen wir über die Ländergrenzen gehen. Dann muss internationaler Handel kommen, um noch mehr Preis- und Effizienzdifferenzen abzuschöpfen und sie in Wohlstand zu verwandeln. Ja? Und so ist die Globalisierung natürlich eine Logik, nach der man sehen kann, wie der materielle Wohlstand steigt. Wenn ich das umkehre, sinkt der materielle Wohlstand. Und das ist auch etwas, was ich zum Schluss dieser Diskussion sowieso gerne hätte sagen wollen. Was ich ganz, ganz gefährlich finde, ist, wenn man den Menschen nun sagt, den Menschen, okay Sabine, also ich meine jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern oder alle, die unser Zeug lesen und so weiter, sagt, man könne aus dem Wachstumsdogma aussteigen, ohne Verluste an materieller Selbstverwirklichung hinzunehmen, dann ist das eine unerfüllbare Illusion. Und genauso ist die Antwort auf die... Was man tun kann, ist eben, dass man diesen Rückgang, ja, der Versorgung durch industrielle Arbeitsteilung, ja, dazu zählen auch jegliche Dienstleistungen, also alles, was man nicht selbst macht, sondern für Geld kauft. Das ist das Resultat von Fremdversorgung, ganz gleich, ob vom Staat oder vom Markt. Man kann diesen Rückgang abfedern. Abfedern durch eine Entrümpelung, indem man den Wohlstandsballast rausschmeißt, der sowieso nur Zeit, Geld, Raum und Ökologie kostet. Das ist kein Verzicht. Ja? Und die zweite Form der Abfederung, ja, ist quasi die urbane Subsistenz, mit den Dingen anders umgehen. Ähnlich, ich glaube, da hat Andreas Exner ähnliche Vorstellungen. Wenn man das tun kann, dann würde man auch eine Deglobalisierung durchhalten, man würde sie aushalten, vielleicht sogar ein Lied dabei auf den Lippen haben, dann kann man als einzelnes Land, das war die Frage, aussteigen aus dem Wachstumsdogma. Aber wie gesagt, eben nicht zum Nulltarif.
So, dann habe ich jetzt noch die eine Frage, die Griechenland-Frage für Andreas. Nämlich in Griechenland erleben wir jetzt einen Rückgang des Bruttoinlandsproduktes und das ist jetzt hauptsächlich nicht so gut für die Menschen. Aber liegt da drin nicht auch eine Chance? Also was könnte man tun, um aus der Krise eine Chance zu machen, wie das immer so schön heißt? Ja, ich habe über Griechenland nicht mehr Informationen als wahrscheinlich die meisten oder viele von uns hier. In der Schrumpfung selber sehe ich keine Chance, aber worin ich eine Chance sehe, oder besser gesagt, das ist so dieser Business-Sprech, Chancen und Risiken, wo ich eine notwendige Voraussetzung sehe für eine Perspektive ist, dass Menschen aufstehen, im wahrsten Sinn des Wortes, und Nein sagen und sich mit keinem Argument davon abbringen lassen. Also ich denke, ich bin auch sehr skeptisch gegenüber Versuchen, top-down, also mit den Mitteln des Staates irgendwie so eine Postwachstumsökonomie auf den Weg zu bringen. Ich denke, es muss wirklich aus der sozialen Bewegung herauskommen und auch aus dem Gefühl, dass wir für uns eintreten und uns einfach nicht davon abbringen lassen, dass wir ein gutes Leben wollen und auch zu Wege bringen können. Da ist dann viel mehr noch erfordert, denke ich. Also so ein Aufstand, ein Aufstehen, das viele Formen annehmen kann, ist ein Beginn. Und als solchen sehe ich die Entwicklung in Griechenland oder hoffe, dass es ein Beginn ist zu einer anderen Ökonomie und Lebensweise. Also du kannst jetzt noch mal was sagen, ich habe danach noch eine Postwachstum, genau. Genau. Also wo kann man heute schon mal ansetzen, wenn wir über Postwachstum reden? Es geht ja darum, die Logik dieses heutigen Wirtschaftens anzuzweifeln und öffentliche Räume zu erobern, in denen wir Gegenmodelle diskutieren. Das ist ja die Frage, wie wir das schaffen, in der Anknüpfung an die täglichen Realitäten und Erfahrungen von Menschen. Und wir erleben ja, wie der Privatisierungswahn in unseren Gesellschaften immer weiter fortgesetzt wird. Also neulich, als die GDL gestreikt hat, hat sie erstmalig die Frage der privatisierten Betriebe bei der Bahn und die der Bahn AG, die Beschäftigten, die Lokführer, hat sie diese Forderung aufgestellt, dass sie indirekt gesagt hat, die privatisierten Betriebe zahlen schlechter und wir hören nicht auf mit dem Streik, so lange, bis die einheitliche Bezahlung von Lokführern durchgesetzt ist. Das war eine sehr gute Kampagne, die GDL da geführt hat und die uns gezeigt hat, wie wir ansetzen können, um diese Frage der ständigen Weiterführung einer Privatisierung von der Mobilität, von Gemeingütern in der ganzen Frage von Bildung, von Gesundheit, von unseren öffentlichen Gütern, sehen wir ja, dass diese Privatisierung immer weiter fortgeführt wird. Also es gibt Antiprivatisierungskampagnen, es gibt Antiprivatisierungskomitees in anderen Ländern, da wo die Wasserprivatisierung ansteht oder Elektrifizierung von Haushalten. Diese Fragen sind, glaube ich, sehr wichtig, dass wir da aktiv werden und öffentliche Räume besetzen. Die andere Frage ist, die Frage, die ich anfangs angeschnitten hatte, dass wir in dem heutigen Entwicklungsmodell immer auch ein geschlechterhierarchisches Verhältnis haben, was in der Frage der zukünftigen Gestaltung von Arbeit, von Wirtschaften wichtig ist, dass wir die unbezahlte Arbeit zusammensehen mit einer bezahlten, mit der Erwerbsarbeit. Und die Kampagnen, die da praktisch auch geführt worden sind bisher, zum Beispiel gibt es in Indien eine Frauengewerkschaft, die genau diese Problematik, welche Sorgen, welche Bedürfnisse haben Frauen in der informellen Arbeit, aber auch in ihrem privaten Leben, die damit eng verknüpft sind. Und die Gewerkschaft Seva in Indien greift genau diese Fragen auf und beide Bereiche gehören zu ihrem Aktivitätsfeld dazu. Also aufgreifen dieser Forderung, dass wir Arbeit nicht mehr nur als Erwerbsarbeit begreifen und alle die, die sich um die Sorgen der Menschen in der Arbeitswelt kümmern, auch andere Arbeitsbereiche und nicht nur die Erwerbsarbeit sehen. Zwei Beispiele, wie wir eingreifen können. Ja, vielen Dank. Wir haben jetzt über eine ganze Menge diskutiert. Wir haben diskutiert über die Frage, ob Wachstum an sich ein Problem ist oder ob nur die falschen Sachen wachsen.
und man eher die richtigen zum Wachsen bringen müsste. Wir haben diskutiert über die Rolle des Individuums, also was wollen wir eigentlich und warum wollen wir wachsen. Wir haben diskutiert über die Rolle des Kapitalismus in diesem ganzen Wachstumsding. Wir haben über Alternativen geredet, über Postwachstumsökonomie, Antiprivatisierungsinitiativen, sozialökologische Wachstumsprogramme. Wir haben über solidarische Ökonomie geredet und ja, wir haben eine Menge diskutiert. Das alles sind Fragen oder sicherlich keine Antworten, sondern hat eher Fragen bei euch aufgeworfen. Dafür sind die nächsten Tage da. Nutzt sie und vertieft diese Fragen, kann ich nur sagen. Ich habe jetzt gleich für alle auf dem Podium noch eine ganz kurze Frage, die ihr in einer Minute beantworten müsst. Ich sage sie gleich, also es wird richtig schwierig. Vorher habe ich nur noch ein paar, oder zwei organisatorische Ansagen, die wichtig sind, nämlich zum einen, falls ihr jetzt völlig erledigt seid, ihr habt die Möglichkeit, gleich noch bei der FOKÜ Essen zu bekommen. Das ist offenbar wichtig, falls ihr es gerade nicht geschafft habt. Dann das Zweite ist, wenn euch dieser Abend völlig kaputt gemacht hat und ihr keinen Bock mehr auf Diskussionen habt, morgen gibt es auch viel Kunst. Also guckt mal ins Programmheft, da gibt es auch noch viele andere Wege, sich dem Thema Wachstumskritik zu nähern. Das kann auch ganz spannend sein. So, und falls ihr jetzt nicht mehr wisst und euch ärgert, Mann, jetzt ist die Diskussion schon vorbei, ich weiß gar nicht mehr, was ich machen soll. Es gibt gleich noch Jazz. Steht auch im Programmheft. Ihr könnt auch, falls ihr das habt, eure Sachen aus dem Orga-Büro abholen. Das macht um 10 zu, soll ich sagen. Und wenn euch dann immer noch langweilig ist, könnt ihr auch in die Turnhalle gehen. Da kann man nämlich heute Nacht, jetzt habe ich den Zettel, genau hier steht's, kann man heute Nacht übernachten, kostet 10 Euro pro Nacht, ermäßigt 5 Euro und kriegt man am Attac-Büchertisch, also vermutlich das Ticket dafür oder den Schlüssel oder was auch immer. So, genug der organisatorischen Ansagen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Weil ja vorhin auch aus dem Publikum die Frage kam, was können wir jetzt eigentlich konkret tun? Wir können ja, müssen eigentlich sofort anfangen. Und ich überlege mir jetzt so angenommen, Angela Merkel, die ja jetzt neuerdings die Kanzlerin aller Ökos ist, sie entdeckt nun nach der Energiewende die Wachstumswende. So, es ist jetzt ihr Herzensthema und sie verkündet erstmal ein Wachstumsmoratorium und legt 8 Banken still und macht so eine Ethikkommission, wo sie jetzt sozusagen euch reinberuft und fragen will, was muss ich jetzt eigentlich tun? Ich habe von Wachstumskritik überhaupt keine Ahnung. Und sie will jetzt wissen, was muss ich morgen tun oder nach 3 Monaten, wenn das Moratorium vorbei ist, um die wachstumskritische Wende einzuleiten? Also was ist sozusagen der konkrete erste Schritt, den ihr euch wünschen würdet, um sozusagen die wachstumskritische Wende einzuleiten? Und weil Sabine vorhin anfangen musste, muss jetzt Andreas anfangen. Eine Minute maximal. Aufgrund der schlechten Akustik habe ich vielleicht nicht alles verstanden. Es geht sozusagen, aber ich glaube, im Wesentlichen habe ich es verstanden. Was sollen wir tun? Und sehr persönlich bezogen. Ja, oder was du möchtest, was Frau Merkel tun. Ah, was ich möchte, okay. Der erste politische Ich denke, das ist die falsche Frage. Okay, ja, dann sag kurz, ja, ich hatte mir ehrlich gesagt, dass du das gedacht, dass du das sagst, aber sag nochmal, warum ist die falsche Frage und dann kannst du sagen, was wir jetzt tun sollen. Eine solche Welt wäre eine Welt ohne Frau Merkel. Okay. Oder jedwede andere Regierung. Ingeborg. Sie soll sich einsetzen für ein Verbot aller Instrumente zur Finanzspekulation. Nico? Ich habe eine Minute Zeit, ne? Bitte? Ich habe eine Minute Zeit. Du hast eine Minute Zeit, ich gucke okay, jetzt auch alles, auf die Uhr. Okay, alles, was man tun kann, um Arbeitszeit zu reduzieren und umzuverteilen, ein Bodenversiegelungsmoratorium, Einschränkung der Werbung und die Verpflichtung, dass alle Unternehmungen oder Anbieter von Konsumgütern, Dienstleistungen, auch Mobilitätsdienstleistungen, ihre Leistung kennzeichnen mit dem CO2-Footprint. Und wenn jeder Mensch nur noch 2 bis 3 Tonnen CO2 verbraucht, nur das ist Gerechtigkeit gegenüber dem Rest der Welt, dann könnte dabei nichts anderes mehr rauskommen als eine Postwachstumsökonomie. Sabine. Den gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro sofort einführen, des Arbeitslosen mindestens 8,50 Euro, des Arbeitslosengeld 2 erhöhen und die Zumutbarkeitsregelung entschärfen.
die Minijobs abschaffen und die Kinderbetreuung sofort ausbauen und anregen, dass auf kommunaler Ebene, dass es in den Kommunen sowas wie Räte gibt, wo alle Bürger und Bürgerinnen sich darüber unterhalten können, wie man vor Ort leben will. Vielen Dank. So, jetzt haben wir vielleicht auch ein etwas konkreteres Bild davon, was jetzt eigentlich passieren soll, aus einer wachstumskritischen Perspektive. Ich danke euch für euer Sitzfleisch und eure Geduld. Ich weiß, es war ein langer Abend, aber ich bedanke mich in erster Linie hier vorne beim Podium für die tolle Diskussion. Applaus